Willkommen zu einem Video. Heute mal ein bisschen was anderes. Wir gucken es nicht einzeln an, sondern wir gucken mal ein bisschen aufs Jahr zurück. Das sind also meine Top 10 Sets waren, die ich gebaut habe und hier auf dem Kanal euch gezeigt habe. Sie müssen nicht dieses Jahr erschienen sein von der Firma, sondern ich muss sie in diesem Jahr gebaut haben. Und genau, so gehe ich ein bisschen durch den Kanal durch. Guck, was da ist. Auf Platz 10 ist ein Set, was ich gar nicht hier habe, denn ich stehe schon in der Stadt. Dann ist es von Qingbao. Der Blumenladen. Ach ja, und im Video, wir gucken uns jetzt nicht Preis-Leistung, aber wir gucken noch, was mir gefällt. Natürlich läuft irgendwo Preis-Leistung rein, das ist klar. Aber jetzt nicht mehr so sehr, weil Preis-Leistung ist eher Thema, wenn ich mal, bevor ich es mal kaufe. Genau. Ich rufe gerade ein Set immer so. Also, der Blumenladen, ich finde ihn halt wirklich sehr, sehr gelungen. Also von außen finde ich ihn wirklich gelungen. So viel Ornamente an dem Haus draußen dran. Dann die Einrichtung. Also, okay, der Blumenladen ist so, ja, also ist erst nett Versuch. Schön, aber daneben dieses kleine Ding, wo die ganzen Sachen drin sind. Richtig gelungen, finde ich das. Wie die Tore öffnen von dem daneben. Der Pfad da rein. Richtig schön. Und oben auf den letzten Etagen die Wohnung. Ich finde, die ist richtig schön geworden. Dann auch das Dach mit Verzierung, finde ich schön. Es gibt vielleicht ein bisschen overtop für eine City, aber mir gefällt es gut. Klar, es hat Mängel, dass vorne ein paar Blumen abfallen und so, aber die vorne vor dem Haus, die Blumen finde ich so schön geworden. Die sind so schön geworden. Und ja, das Schrägdach oben ist konstruktionstechnisch auch nicht das Beste. Ja, da stehen aber Teile sind gut. Das sind Drucke bis auf einen Sticker. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Und ja, Minifiguren waren jetzt bei mir nicht dabei und wären schon Baufiguren gewesen. Also brauche ich eh nicht. Und ja, es ist ein richtig hohes Gebäude. Der Bau macht Spaß. Du kletzt, geht richtig voran. Anleitung ist gut. Man kommt gut im Bau voran. Ja, ich habe eigentlich, ja, es sind ein paar bautechnische Mängel, also das Dach hauptsächlich, das Schrägdach. Teile sind gut, bis auf meine ein, zwei Blumen, ein bisschen was, aber Teile sind super. Ja, ich habe nicht viel zu meckern, mein Teil ist rundum gelungen. Ich mag es und hat auch Bock gemacht bauen. Also, ja, ich mache das Set. Auf Platz 9 ist sogar ein Set, was ich hier habe, denn, ja, ein bisschen eingestaubt vielleicht, ist das Jedi Training auf Dagobah oder wie es heißt. Ist ja aus der neuen Diorama-Serie von Lego, das ist das Einzige, was ich daraus habe. Ich überlege immer bei Trench, aber ich finde ihn so teuer. Klar, das ist auch teuer, aber das hat mich abgeholt, wie dieser Baum aussieht. Wie richtige dicke Mangrove. Dann der dreckige C3PO, C3PO, R2D2. Fokus kriegen wir nicht. Einfach gelungen. Ja, die Minifiguren sind nett. Guckt euch das an, ich finde es einfach schön gelungen. Was ist jetzt so perfekt? Das hätte doch perfekt wäre, wenn man hier eine Sache abnehmen könnte, damit man die Details ein bisschen besser sieht. Ja, man kann hier von innen reingucken. Das macht es nicht ganz so schön. Anleitung ist natürlich gut. Teileportell ist gut soweit. In dem Schwarzen noch gar nicht so schlimm, also so kaum Abweichung bei mir drin. Das gefällt mir. Das Ding ist halt auch stabil. Ne? Ja, klar, da hat es ein bisschen was los. Wo kommt das überhaupt her? Ich glaube, das ist im Topf drin. Ja, ist halt sehr schön. Das steht bei mir am Fernseher und es ist einfach. Ich finde die Filmszene schön gelungen. Jetzt, es passt schön rein. Es ist nicht groß, aber dafür auch detailverliebt. Es ist kleinteilig, gar keine Frage. Im Bau, wenn man hier zu dem Punkt kommt, wo man. Ich habe eine Schlange. Die setzen muss. Hier die Einser überall. Das macht keinen Spaß. Nein, macht's nicht. Macht's auch einfach nicht. Brauchen wir uns nicht drum herumreden. Ansonsten macht das Ding aber wirklich Spaß zu bauen. Es ist cool. Was mich gerade gewünscht hätte, wie ich gesagt habe, ich hätte gerne, dass man das Dach abnehmen könnte. Ja, man hätte es wirklich schon integrieren können, ich verstehe es. Und das irgendwie hier mit den Flügeln mehr machen kann. Dass man irgendwie hoch und bewegen kann. Das weiß nicht, wie man es machen sollte. Ich glaube, es geht auch nicht. Aber irgendwie, dass man was machen kann. Irgendwie, dass er so ein bisschen sich bewegen kann. Ja, man kann ihn irgendwie. Ja, man kann nicht klappen, weil da vorne die Bricks sind. Das hätte ihm das Set perfekt gemacht. Aber. Ist halt ein schönes kleines Display-Set. Der Preis ist teuer. Kauft es euch im Angebot mit genug Prozenten. Und dann seid glücklich, wenn ihr Star Wars-Fan seid. Das ist genial, das Ding. Richtig cool. Richtig cool, finde ich. Und kein Sticker dabei. Das sind drei Prints. Super. Die Details, wie die ganzen Blumen. Also die ein bisschen Blumen reingearbeitet wurden. Einfach dieser Baum, die Mangrove. Hier, wie, auf der, wie die, die quasi der Rauch rauskommt aus der Bude. Hier vorne. Lukes Kisten, dann der dreckige D. Ich hab's aber auch nicht mehr. Ich find's gut, hier so ein Frosch versteckt. Es ist so schön gemacht, dass hier ist wirklich Liebe von Designer reingeflossen. Ich mag's.
Ich mag es wirklich, wirklich gerne. Auf dem achten Platz, wir sind ein bisschen kleiner und gehen zu meiner Lieblingsserie bei Lego. Speed Champions jetzt. Auf 8 ist der Dodge Charger, also der Doms Dodge Charger. Ich finde einfach sehr gelungen. Also sie treffen den Dodge Charger halt einfach sehr gut. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was man diesem Speed Champion besser machen sollte. Ja klar, man kann, könnte noch öffnbare Türen reinbauen. Man kann es nachmodden. Das hätte man machen können. Ja, Teile super. Anleitung bisschen einfach, aber okay. Kann auch der kommt mit kommen Stickern aus. Wir haben hier einen Sticker. Dafür haben wir die Prints hier überall. Ja, das sind auch alles Prints. Das ist wie ein Sticker. Print. Im Raum keine Sticker. Also, das ist ein richtig guter Speedrun. Preis wollten wir außen vor lassen, weil wir eine Preiserhöhung drin haben. Es ist ein super Modell. Auch wie hier hinten dieses, was die bei neuen Roleplays eingeführt haben, damit die Autos drauf fahren können vom Boden. Sehr schönes Detail. Ach, hier ist noch ein Sticker. Ich mag ihn. Wie auch das Detail, dass sie nur einen Spiegel hat. Dann der Kompressor da oben rauskommt. Ich meine, so Kompressor. Guckt euch allein dieser Schnauze an, wie die gelungen ist. Mir gefällt dieses Auto so gut. Ja, und es ist einfach gut, die Auspuffrohre, wie abgerundet der selbst unten ist. Richtig schönes Modell. Den generell Speed Champions dieses Jahr, was ich mal kurz erwähnen will. Ich habe nur diesen Speed Champions. Ne, jetzt kommt noch ein Speed Champions Set. Als nächstes. Spoiler, Entschuldigung. Die Welle generell gut. Wir haben der DB5, der mit ihm rausgekommen ist, auch ein klasse Modell. Preis natürlich wir gleich diskutieren. Und dann bei der ersten Welle mit dem Lamborghini Countach, die beiden Aston Martins finde ich richtig gut. Der Lotus, ne, der Ferrari ist auch noch gut. Das ist eine richtig gute Welle, finde ich, dieses Jahr gewesen. Kein irgendwie Set, was unnötig teuer war. Einfach eine gute Welle. Ich mag's. Und das ist ein super Set. Kommen wir gleich zum nächsten. Denn auf 7 ist wieder mal ein Speed Champions. Es ist jetzt so eher, weil ich den F1-Wagen nicht da habe. Ich blende euch mal kurz mal ein noch. Es ist so gelungen. Der Project One ist allein auch so schön, wie sie hier die Form gemacht haben. Aber auch wieder ganz viele Verkantungen reingebracht haben. Hier in die Form, wie das zusammenläuft. Ich mag ihn richtig. Dieses Heck. Es ist so schön, dieses Heck. Ja, es ist ein Sticker mehr. Es ist ein absolutes Sticker mehr, dieses Set. Aber es ist so gelungen. Das ist ein Print. Es ist so gelungen, dieses Set. Und preislich sind wir dabei auch nicht. Ich glaube, es war doch 40, meine ich. Ich bin gar nicht falsch. Es ist auch da so gelungen. Die Finne hinten. Es ist so gelungen, dieses Ding. Es ist so gelungen. Und ja, es ist halt ein Speedrun. Sie machen so einen Fun im Bau. Wenn man den am Sale kriegt. Es sind einfach gute Sets, Speed Champions. Ich werde mir auch wieder neue Bälle direkt kaufen und bauen. Also könnt ihr schon ein Abo da lassen, wenn ihr sehen wollt. Im März. Und jetzt ist ja, meine ich, der Nissan Skyline rausgekommen. Den werdet ihr auch hier gleich bald hier sehen. Gar keine Sorge, das kommt der Nissan Skyline. Es ist ein Speed Champions Set, wir müssen ihn bauen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen in die Mode King Speed Champions Dinger verguckt. Aber da sind wir noch nicht so bei. Es kommt von Rio Bricks Speed Champions, aber die Lego Speed Champions sind preis-leistungsmäßig im Vergleich von den anderen immer noch nicht schlecht. Das sind einfach super Dinger. Guckt euch ihn an und sagt mir, er ist Kacke. Hier allein dieses Detail, wie es hier gebaut wurde. Speed Champions sind Hammer. Ende. Die neuen Teile hier haben wir auch richtig schon benutzt. Ja, ich mag Speed Champions. Ende. Also, Speed Champions Love ist jetzt vorbei. Ich schaffe uns immer wieder in den Top 10, obwohl es so Minisets sind. Speed Champions sind einfach gut. Aber wir gehen jetzt weiter zum nächsten Mal. Weil ich jetzt kann jetzt gleich nochmal zählen, wie bei Dom. Also, ja. Genau. Wir sind jetzt zwar nicht mehr bei Speed Champions, aber auf der 6 ist trotzdem noch ein Auto, nämlich von Lotz. Das Ding. Ist es ein Mercedes? Gar keine Frage. Er sieht auch so gut aus. Er ist auch stabil jetzt mittlerweile. Teile waren gut. Ja, es ist ein Stickerhaufen. Ja, der Bau ist am Anfang frustrierend, weil man sucht sich zu Tode. Aber das Ding sieht so gut aus und es sind so coole Bautechniken drin. Ja, das Dach, okay. Das ein Modul, das ist ein bisschen blöd und dreht sich vorne auf den Noppen sitzt, aber na, das will man sich nicht antun. Hier, das Dach kriegt man hinten auch nicht so gut rein. Eigentlich ist es aufs Hinge hier hinten, das hält alles nicht so gut. Ja, das Dach ist konstrukteursmäßig meh. Wirklich meh. Anders kann ich es nicht betiteln. Ich krieg's auch gerade nicht mehr richtig rein. Das Dach ist es nicht. Die Idee ist gut, nur die Teile,
Du machst es hier auf 2 Noppen und da auf 4 Noppen. Das hält nicht. Und du musst es komplett in Position biegen. Das funktioniert mit keinem Teil. Aber guckt euch ihn an, wie gelungen er ist. Wie gelungen. Es ist auch ein stabiles Ding. Also hier fällt nichts aus. Wir haben einfach Türen, die funktionieren. Er rollt okay, jetzt ist nicht der Dream. Wir haben Hexboiler, wo man auch aufklappen kann. So, also theoretisch ist das alles ein Modul. Das muss man sich auch mal überlegen. Es ist ein Mega-Modul. Ja, die Steine von Lotz, ich mag sie. Klar, wenn man sie baut, es sind theoretisch, also man sieht, das passt mit dem Dach von hinten nicht so gut, die gleichen Steine wie bei Lego oder kompatible Marken. Nur halt 3 zu 4 geschrumpft. Also 4 Noppen wären in dem, also 4 Noppen hier sind 3 Noppen im normalen System. Und ja, das Ding sieht einfach gut aus. Das sieht auch neben normalen Autos gut aus. Ich habe den neben dem, was als nächstes kommt, stehen. Sie passen zusammen. Also das beißt sich, finde ich, jetzt nicht so überhaupt. Und mir kann hier einfach aufgaben. Guckt euch diesen Motor an. Ich mag das Set. Es ist ein so schönes Set. Und der Karton. Uhu. Ein grandioses Set, finde ich. Guckt ihn euch an. Der ist Hammer. Der ist Hammer. Gönnt ihn euch. Guckt euch dieses Heck da nochmal an. Sagt mir, das ist kein gelungenes Modell. Es ist ein so gelungenes Modell. Weiß ich nicht. Es ist super gelungen. Nächster Platz. Ich habe eben Scheiße gelabert. Ich habe gesagt, der Mercedes von Lotz steht neben dem, was nächste kommt. Nein, ich habe nämlich getauscht. Auf der 5 ist nicht das Set, was daneben steht, sondern von Xingbao aus der Tang Dynasty, die Eisengießerei. Es ist ein richtig schönes Modular. Teile wieder gut. Ich finde, Xingbao ist mittlerweile auf einem sehr guten Niveau bei den Teilen. Stickermäßig ist da auch nicht übertrieben. Das läuft. Anleitung super. Die finde ich bei Xingbao immer gut. Ja, und Details. Also, ich kann euch jetzt Details über Details über Details zu diesem Ding erzählen. Wenn euch die Optik gefällt und ihr bekommt es noch, das Ding ist nicht mehr so leicht zu kriegen, dann kauft es. Ich habe zum Super D geschossen. Da war es ein Dream. Sorry. Es ist so schön, wie der Kamin da hochkommt. Dann da vorne das Strohdach. Der Innenraum, es ist so ein schönes Ding. Ich weiß nicht, also was soll ich euch erzählen? Es ist im Bau, es hat ein paar Probleme. Die erzähle ich euch auch im Review-Video. Aber also es hat nur ein großes Problem, dass man das zweite Etage nicht so gut abnehmen kann, wenn man es nicht ein bisschen modifiziert. Ansonsten hat das Ding wirklich kein Problem. Es ist grundsolide gebaut für chinesische Verhältnisse. Es wird versucht zu stabilisieren. Die Figuren weg, das sind schöne Baufiguren, brauche ich nicht. Also, sie passen zur Zeit gut, aber ich mag die Figuren nicht. Ja, es ist ein richtig schönes Set. So viele Details, die da im Wort sind. Das Schild vorne, was an der Seite hängt, das Dach. Also, es ist ein super Set. Ich kann euch da jetzt noch von schwärmen. Oder ihr guckt euch mal ein Video an. Da, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich denke, ich bin begeistert genug davon. Es ist so schön. Es ist so schön, der ganze Innenraum, das Dach, also das Ding vorne rechts über dem Ofen. Nein, es ist kein Spaß im Bau, aber es sieht gut aus, wenn es steht. Es sieht gut aus. Ich mag auch dieses schwarze Runddach, was da rumgeht. Dann diese, die Zäune da drüber. Die Lampions unten an dem schwarzen Überdach. Das Dach an sich, ich finde es so gelungen. Ich mag den Schornstein, es ist ein absolut gelungenes Ding. Es ist absolut gelungen, Innenraum ist gelungen. Es ist ein super Ding. Es ist einfach schön gelungen. Und wir kommen zu den Top 4, was es knapp nicht in die Top 10, Top 3 geschafft hat. Denn die Top 3 ist Lego-exklusiv quasi, weil da sind nur Lego-Sets drin. Er hat es knapp nicht reingeschafft. Aber es sind auch sehr harte Gegner, gegen er verloren hat. Und ja, ich fahre ihn jetzt rein. Es ist nämlich von Blue Bricks, der, wie heißt er bei Ihnen? Der 1992er Formelwagen. Das ist der Williams aus 1992. Er ist so gelungen. Ich habe ja auch euch den von Niki Lauda, den Ferrari, gezeigt. Er ist, finde ich, nochmal 2 Stufen besser. Er ist so gelungen. Hier ist nochmal Sticker-Paket drauf von Bluebix. Die Sticker sind von der Qualität. Sie halten. Stellt es nicht in die Sonne. Dann sind sie tot. Sie sehen aber so gut aus. Sie machen das jetzt nochmal so viel besser. Natürlich sind es nicht die Originalfirmen, gar keine Frage. Aber es sieht so gut aus. Also, wenn das Ding jetzt hier steht und ihr sagt, mir gefällt es, holt ihn euch. Er ist im Bau für Bluebix-Verhältnis so solide, dass hier vorher die Radaufhängungen sind vielleicht mal ein bisschen fragil. Klar, im Heck, das Ding ist nicht bombenstabil. Es hängt auf 4 Noppen, das ist schon viel für Bluebix-Verhältnisse.
Es ist ein Traum. Das Ding ist ein Traum im Bau. Was nervig ist, okay, wenn man hier die Reifen drauf drückt, muss man hinten die Achse festhalten. Okay. Aber ansonsten ist es ein so schönes Set. Ja, die Spiegel. Okay, die können wir noch ein bisschen besser bauen. Aber guckt euch diesen Frontflügel an. Einfach die Aufhängung, wie sie gebaut ist. Mit dem Pushrod. Das ist mal der Pushrod. Dann die Lufteinlässe. Cockpit. Motorraum. Den kann man auch aufmachen. Meine ich zumindest. Man kann ihn aufmachen. Ja. Motorraum. Man kann ihn aufmachen. Da ist der schöne V10 drin. Also, lol, das ist einfach Fettstaub. Guckt ihn euch an, wie die Lufteinlässe hier sind. Hier die Details überall, die Bänke hier. Es ist einfach gelungen. Dann hinten wird die Aufhängung der Reifen wieder so schön gebaut. Teile sind solide. Das sind jetzt nicht, ich würde sagen, nicht die Bauqualität von dem davor. Lotz hat theoretisch auch bessere Teile. Aber für Blues, also sie bauen mit ihren Techniken und es hält. Also, was will man mehr an Teilen da? Dann der Spoiler, Heckspoiler, guckt ihn euch an, zweietagig. Heck mit der Leuchte, Auspuffrohre. Es ist so ein schönes Set. Okay, man könnte den Reifen noch rummeckern, aber guckt ihn euch an. Wenn er euch gefällt und ihr Formel 1 mögt, kauft ihn. Er ist finde ich das Highlight. Sie haben, glaube ich, 5 Sets rausgebracht. Er ist das Highlight. Er ist so gut. Gönnt euch noch die Sticker, sie sind teuer. Kauft euch die Sticker dazu. Stellt ihn euch so hin. Nicht in die Sonne. Es ist so schön, das Ding. Ich mag es so sehr. Und ich finde scheiße, dass ich die Top 5 geschafft habe. Aber die Top 4, Top 3 geschafft, aber die sind verdammt hart. Er hat auch sehr gutes Set geschlagen, ne? Er hat es auf die 4 geschafft. So schön, das Ding. So, so schön. Auf die 3, knapp den Williams geschlagen. Hat von Lego das Boutique Hotel. Das wurde ja, was dieses, also ja, 2022 einfach rausgekommen ist. Preis, uff, ich glaube, als ich gekauft habe, waren es noch 200 oder 180. Ich weiß es nicht mehr. Aber Preis wollen wir außen vor lassen. Jetzt, ich finde den Modellpreis nicht mehr gerechtfertigt, aber das ist was anderes. Es sieht so schön aus. Also, ich kann verstehen, wenn es einem nicht gefällt, dass die Palme da ist, die Optik ein bisschen kaputt macht. Und dieser Flechton. Ich kann es verstehen, aber ich finde, es harmoniert so gut. Und ich finde, im Bau, man hat so einen Spaß, wenn man das baut. Wenn man den Winkel vom Modell hat, dann baut man dem noch den Kunstladen rein. Ich finde das richtig Wort. Die Galerie da rein. Ist das auch manchmal die Fine Art Galerie oder wie heißt das Ding? Ich meine schon. Und dann hat man auf der Galerie oben diesen kleinen Außenbereich mit der Theke. So schön gemacht. Im Innenraum unten. Die Details, es ist einfach gelungen. Die Rezeption. Dann eine kleine Treppe da. Ach, die Treppe finde ich ist sehr schön geworden. Mit der Couch. Dann oben die Zimmer. Die machen nicht unbedingt so viel Sinn, aber die sind liebevoll eingerichtet. Mit Betten oder oben. Guckt euch das Badezimmer an. Die Balkone, also der eine Balkon ist richtig schön geworden. Ja, es ist einfach so schön eingerichtet. Und die Fassade, wie die mit Details gearbeitet sind. Ich mag diese Fenster, wie diese weißen Säulen. Sie gefallen mir so gut. Ja, und da unten. Ich mag auch, wie die Bögen aussehen. Ich mag einfach diese. Mauersteine in der Farbe. Ich finde, sie sehen super aus. Ja, dann oben, wie das Sand Green da hochläuft, neben den Fenstern, die Fenster, wie schön die jetzt machen, wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für ein Stil das ist, aber es ist so schön. Und überall die Blumen da in den Fenstern. Es ist so schön. Das Dach, ja, ist schön. Der Turm ist nett. Nur, dass man das Dach noch mit ein, zwei Noppen verstärken muss, damit es flach drauf liegt. Das ist ein kleines Ding. Aber auch oben, wie das Dach gemacht ist, der Zaun. Mir gefällt das richtig gut. Ich mag einfach, wie der Winkel ist. Macht super Spaß im Bau. Es ist so schön und ich bereue. Also ich finde es scheiße, dass ich dieses Jahr das Modell nicht kaufen will. Erstens ist es optisch so semi-meins, aber das ist ein anderes Thema. Aber die Lego Modelle sind einfach genial. Ich habe sogar tatsächlich Bock. Ja, also es hat viele schöne Details. Der Preis jetzt, ihr müsst es hart überlegen. Aber wir lassen Preise hier außen vor. Ich finde es so schön. Die Treppe hoch zur Art Galerie. Entschuldigung. Oder das Schild über dem Eingang vom Hotel. Es ist so schön, finde ich. Sehr gelungenes Ding. Einfach sehr gelungen. Oder noch Erinnerung. Die Fahnen neben dem Eingang am Hotel an der einen Seite. Es sind aber schöne Details. Auf Platz 2, wie man sehen kann, ist das Schiff der Wächter von Lego Marvel. Es hatte keinen harten Kampf gegen das Hotel.
Es hat aber den Kampf knapp um Platz 1 verloren. Einfach weil, ich weiß nicht warum. Es sind beides brillante Dinger. Also das Hotel ist auch super. Aber jetzt kommen zwei brillante Dinger einfach. Ich nehme ihn euch vom Standfuß, damit ich euch irgendwie die Sets zeigen kann. Aber das Standfuß macht es auch so schön, dass man genau diesen Winkel treffen kann. Das war jetzt, glaube ich, gerade nicht der Winkel, den ich mal habe, aber man kann so schöne Winkel treffen mit dem Ding. Guckt ihn euch an. Guckt euch die Benetton an und sagt mir, das ist kein super Set. Ist auch von unten sieht das Ding gut aus. Nicht überall, aber ja. Also, guckt euch die Benetton an und sagt mir als Marvel-Fan oder Guardians of the Galaxy-Fan, das Ding ist nicht gelungen. Ende. Also, es ist super. Der Bau ist spaßig, muss ich sagen. Der hat Spaß gemacht. Klar, man baut die Flüge ziemlich gleich auf beiden Seiten. Die beiden Dinger hin sind super ähnlich. Aber guckt es euch an. Wir haben, wenn man Funktionstechnik sagen will, wir können hier die Dinger bewegen. Wir haben ein Cockpit, das wir aufklappen können. Da sind Figuren, aber die sind, finde ich, zweitrangig. Man kann das hier aufklappen. Wir haben ein Verdeck einmal hier, was wir öffnen können. Und einmal hier hinten, was aufgeht, meine ich. So. Und dann haben wir auch einen Innenraum. Der ist jetzt vollgestopft mit Minifiguren. Eben eine Kaffeemaschine, Donuts. Alles voll mit Details in der Sitzplätze für die Figuren. Dann hier hinten. Ich könnte es erkennen, da sind auch noch ganz viele Details reingearbeitet. Super Innenraum. Hätte ich jetzt nicht gebraucht beim Set. Er ist da. Aber wenn man es als Display- und Spielset verkaufen will, muss das natürlich sein. Dann kann ich euch das irgendwie zeigen. Hier unten. Wir haben hier Flaps, die wir bewegen können. Stolzen. Man kennt ja auch, wie wenn die Schiffe fliegen, wie viele Flügel die da klappen. Wir haben hier die Flügel, die klappen können. Hier haben wir Flügel, die klappen können. Hier sind Flügel, die klappen können. Hier geht's auf. Dann kann man hier an so einem Ding immer das wegbewegen, das wegbewegen. Also, man kann wirklich fast darstellen, wie die Dinger bremsen. Man macht so, so und so. Und dann kann ich euch das zeigen. Also man sieht, wie viel Flaps da rauskommen. Sieht da wirklich aus, wie wenn das Schiff im Anflug zum Planeten ist und bremst. Also es ist so gelungen, dieses Ding. Seitdem das Ding auf den Markt gekommen ist, war es für mich ein Pflichtkauf. Und ich habe das für 100 € bekommen. Ich habe nichts wollte. Es ist so gut, das Ding. Wie allein auch die Dinger hier aussehen, das. Allein die. Ach, es ist so. Klar, ist. Also, ihr seht Sticker. Print, Sticker. Macht mir so egal. Ihr Sticker war mir so egal. Es ist einfach gelungen, das Ding. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach gelungen. Oder hier, guckt euch einfach. Guckt euch einmal. Oder hier habe ich irgendwas losgerutscht. Guckt euch einmal einfach diesen Bereich an Details an. Es ist so gelungen. Es ist so gelungen, dieses Ding. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer es ist gelungen. Ich mag's. Also, es ist Platz 2, aber es hätte auch Platz 1 sein können und niemand hätte sich darüber aufgeregt, glaube ich. Also, aber nach dem Hammer von gerade auf Platz 1 ist für mich das Discovery Space Shuttle. Das NASA Discovery Space Shuttle. Sehr knapp, aber ich finde es halt einfach, der sleeke Look von einem Space Shuttle toppt es halt einfach nochmal. Hier ist theoretisch noch das Hubble-Teleskop dabei, aber es ist zweitrangig für mich. Ist auch nicht auf Display, in Display bei mir, weil es einfach nicht aussieht. Es sieht gut aus, aber ich liebe die Space Shuttle. Also guckt es euch an. Es ist so gelungen, wie es liegt. Es ist die Düsen. Hier. Also, hier die ganzen Schubdüsen, die wohl gesteuert werden kann. Hier Düsen, 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 Düsen. Auch hier, ich weiß nicht, was so meine Düsen sind. Es ist einfach gelungen. Und nur hier Sticker und hier Sticker. Der Rest sind Prints. Wir reden natürlich nicht über den Innenraum, ne? Ja, aber der Innenraum, guckt euch vielleicht den Innenraum, das ist so ein Hubble zu befestigen. Hier, dass man. Sorry, sorry, sorry. Das war nicht der Plan. Wir müssen hier ziehen. Dass man hier das Teleskop dran machen kann. Dann bewegen kann. Die Kameras im Innenraum. Hier nochmal ein Empfänger, Kamera. Der Innenraum einmal komplett gefliest. Es ist genial. Also, perfekt. Wir haben hier hinten einmal hier rüber. Können wir die Dinger steuern?
Dann, ja, selbst ein Cockpit hier ist komplett ausgestattet. Ich weiß nicht, kann ich das abnehmen? Ja. Hier, guckt es euch an. Mit Sitzen, ohne Ende. Man kann das auch noch mal rausnehmen. Noch mehr Details. Und mit einer Schleuse sogar in den Innenraum. Eine Schleuse in den Innenraum. Also, das Cockpit. So gelungen. Dann. Jetzt komm weg. Wir können noch einmal hinten draufdrücken und das Landing fällt aus. Also muss man irgendwie einklappen, aber das Landing fällt dann aus. Und ich finde, das Landing hier sieht auch sehr gut aus. Und es steht dann da und es ist einfach mächtig. Es ist aber nicht übertrieben mächtig, sondern es sieht einfach gut aus. Und die Form von unten ist auch gelungen. Ich mag auch, wie hier die Dinger sind. Ich weiß nicht, wie die heißen in echt. Hier dieses kleine Detail darunter, das sieht man hier, ist der Schlitz fürs Fahrwerk. Vom Fahrwerk. Die Düsen, die Treibwerkgondeln, sind es Gondeln? Ne, sind ja keine Gondeln. Das Ding nehme ich hier auch nochmal zum Aufklappen. Ich bin absoluter Fan von dem Ding. Also, wenn ihr NASA oder Space-Fan seid, dann habt ihr das Ding. Es ist so gelungen. Allein auch wie hier vorne die beiden Details drin sind. Dann hier vorne auch drin eingearbeitet ist. Also, ich kann euch hier vorstellen von diesem Set. Es ist verdient die 1. Und es hätte auch verdient die 2 sein können. Aber ich finde, es ist so gelungen. Es ist so gelungen. Leider passt nicht perfekt das Hubble-Teleskop in den Innenraum. Das ist das einzige Manko, das dieses Set hat. Und die Sticker. Aber die müssen drauf. Das Pünden kann ich verstehen, dass ich machen. Wenn ihr mehr schwärmen wollt, wenn ihr mich mehr von diesem Set schwärmen wollen, sehen wollt, klickt aufs Review. Guckt euch sogar den Aufbau von dem Ding an. Ich schreibe mir gerne in die Kommentare, was eure. Also, ich würde sagen, ich bin durch jetzt hier. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Highlights dieses Jahr waren, als ich jetzt hier gebaut habe. Und ja, vielleicht habe ich da auch was einfach übersehen, bisher was auf dem Markt ist. Was ich mir noch zulegen muss, müssen wir mal gucken. Und ja, ansonsten, ich hoffe, ihr habt auch dieses Jahr viel Spaß beim Bauen. Findet schöne Highlights, die vielleicht sogar das noch toppen können, was dieses Jahr gebaut habt. Also letztes Jahr, ich bin so einfach verwirrt bei den Jahren. Und ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like, was ihr gefallen hat, aber es lässt sich verpassen wollt. Baut was Schönes, bis zum nächsten Mal.